Hallo Kira. Hallo. Wie heißen deine Pferde? Meine Pferde heißen Karamia und Noblesse. Was ist deine Lieblingsreitsportmarke? Also eigentlich würde ich sagen Escadron, weil das so das Typische ist, was man so früher hatte. Mittlerweile mag ich aber auch total gerne die Sachen von Schokomühle Sports zum Beispiel. Was willst du unbedingt noch erreichen reiterlich? Also ich würde eigentlich total gerne mit meinem Pferd mal einen M-Spring reiten oder in der A4-Seitigkeit platziert sein, aber eigentlich ist es mir am wichtigsten, dass ich mit meinen Pferden einfach Spaß habe. Wer ist dein bester Turniertrottel? Mein Freund. Welche Farbe hat deine Lieblingsreithose? Beige. Obwohl das eigentlich nicht so eine coole Farbe ist, aber die ist super bequem. Haben deine Pferde Spitznamen? Ja, Furzi. Und den benutze ich auch leider sowohl für die Große als auch die Kleine. Bist du eitel? Nee. Was war das Schlimmste, was dir mal auf einem Turnier passiert ist? Naja, letztens, als ich das Follow Me Around, das Story Takeover für Rimondo gemacht habe, ist Karamia leider noch nicht mal über die Startlinie gegangen. Aber bislang ist uns Gott sei Dank noch nichts wirklich Schlimmes passiert. Ganz schnell, wer sind deine drei Lieblingsreiter? So bekannte Reiter? Ja. Jessica von Bredow-Werndl, Ingrid Klimke und Sandra Auffahrt. Was ist ein Vorurteil über Dressurreiter? Oh, dass das voll die eitlen Zicken sind. Und stimmt das auch? Oft leider ja. Was ist für dich die mieseste Arbeit im Stall? Brennnesseln von der Wiese entfernen, wenn voll viele Bremsen unterwegs sind. Okay, danke Kira. Ja, gerne.